Hallo. Good. Guys, hallo. I guess you all know who's coming now. He's a legendary actor, an international icon. His song Looking for Freedom is an evergreen. He played the key figure in our all-beloved SpongeBob movie. We all know SpongeBob might have died without him. So, ladies and gentlemen, give it up for Mr. David Hasselhoff. Hey, da ist er. Nicht zu spät. Da ist er, der Hoff. Da ist er, der Hoff. Ja, der ist voll groß, ne? Ne, der ist ja fast day. Der Mikro geht nicht. Oh, Mann. Ob er weiß, wo er ist. Wie lange wird es dauern, bis er Abi-Logik kommt? Ich hoffe nicht so lange. Ah, ja. Ja, das ist viel besser. Ich wusste es. Was? Es hat nicht mal... Er hat schon gesungen. Warum tut er das? Ich weiß nicht. Er kann nicht mehr seinen eigenen Text mehr, ne? Es hat nicht mal eine Minute gedauert und er hat schon gesungen. Wir hätten Wetten abschließen sollen. Ja, verdammt, aber so früh hätte ich nicht damit... Ja, ich auch nicht. Und das ist wie der sophisticated Comic-Con. Hallo Cheyenne. Oh. Hi Cheyenne. Meshi. King Smashy is psyched 14 Monet and Miglai Dareband. May the metal with you was this Danny A. Los Long. Or some show like that. And then, or Star Trek. A lot of Star Trek. And, but with this... It's worldwide. I get to talk to the whole world at once. Any Knight Rider fans in here? Danke für den Resubs, für 14 Monate. Danke. Kit, get me out of here. Hallo, Yakaru. Well, Yakaru, hi, ich grüß dich. I have a little secret. I shouldn't say, but why not? Knight Rider's coming back. The Knight Rider kommt back? What? And I'm going to bring Kit out of mothballs. And Kit's going to say, Michael. Aber was, er spielt den Knight Rider wieder, oder was? Ach, krass. And I'm going to say, hallo Bert, servus. So hallo Bert. You, Kit. And then Kit's going to say, have things changed, Michael? And I'm going to say, alles voll mit Tinte. Yeah, all the cars Knight Rider kommt zurück. Ja, und wir gucken zusammen. Isn't that cool? All the cars talk. Isn't that what Twitch is about? It's about dreams. You know, there's Sigmund Freud. Sigmund Freud, like, had a bigger brain than all of us. And he said, don't hassle the Hoff, don't teach your kids logic. Don't hassle. Teach your kids imagination. Mal gucken, wie Hoff noch sagt. Who would have imagined that 30 years ago, actually 34 years ago, in 1982, that the Kit car would come true? All the cars are driving the Tesla. Is an electric car. It's driving itself. Everyone's talking to their car. I mean, we talked to the cars 30 years ago, but usually we curse at the cars, you know. And they're driving themselves. And I actually went up to Mountain View and was one of the first drivers of the driverless car with Google. They said, get in, Mr. Hasselhoff. And I said, I have to drive myself to the hotel. They said, would you like to? Just what was recht, Charlie? Das sind echt große Eltern. Boah, die sind riesig. Warum hat er nicht coole Sneaker an, and oder? Ja. Show me that the, ich glaube, der ist so alt, der weiß schon gar nicht, welche Schuhe er morgens anzieht. Der ist froh, wenn er die gleichen findet. Came true. And isn't that what Twitch is about? You can do wahrscheinlich rutscht er vorher immer in diese Burger-Schachteln rein. Die anzuziehen. So eine Big Mac-Schachtel, Alter. You know Scrooge? In der Big Mac Shop, das stimmt, ja. David hat immer Sneakers an. Charles Dickens. Der kann den besten Anzug auf den Schrank machen, der hat immer Sneakers. Okay. Hey, Yakaru, bist du Hasselhoff-Fan oder was? Aber er ist der größte Hasselhoff-Fan. Er ist der größte, okay. Ich glaube, ja, oder? So, I'm going to go to Twitch. And I'm going to have a contest. The Hoff Knows Talent. And we're going to audition people from all over the world. What? And it's an amazing world, because people always say to me, are you an actor? Are you a singer? Oder bist du derjenige, der die Mauer zu voll gebracht hat? And I said, no. No, I'm the one who brings down the mauer. I am an entertainer. I do whatever's put in front of me. I mean, can you imagine? They call me up and they say, I was on my way to Broadway.
glaube, er sieht die Schuhe morgens gar nicht mehr, die er anzieht, will ich nicht. Er zieht einfach irgendwelche. Broadway is like the theater in New York, which is the epitome of success. Nein, der erklärt mir, dass es Broadway ist. Also, Smashy, ich habe heute irgendwie mitbekommen, der Hoff hat einen Twitch-Kanal und der ist sogar Twitch-Partner. Ja, und er macht jetzt Auditions, macht er jetzt. Ja, anscheinend. Der Hoff knows talent, sollte ich sagen. I'm going to go to Broadway. And it took me 48 years to get there. But I did Jekyll and Hyde on Broadway, because I believed when I was 7 ja, years anscheinend old, ja, Caro. That's what ja, I could do. Der Twitch-Partner schon, ja. If you're like young, really young, and you're just starting out, man, go online and forget about the comments, forget about the negativity, the weirdos, and look for something positive. Look for someone that you can share was ist aus uns geworden, ja. Something with, and don't take it na, Entschuldigung, also wenn ein Özil oder ein Shido einen Twitch-Kanal haben kann, kann es alle haben. Das stimmt. Fox! Vater feiern! Fox, the one underscore, signed 11 Monat in Midline Darebank. May the metal with you. I looked out and I saw some metal guys. Hallo Don Voku, grüß dich. Heavy metal, like ja, hast du vollkommen recht, denke ich ja. Die sehen alle, was da für Potenzial dahinter steckt und versuchen da halt irgendwie was rauszuziehen. Ja. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Servus. Hallo Fox. Hallo. Hey Fox. Oh, danke für Resub Fox, ne? Im 11. Mal. Ich habe Guido in meiner Bibliothek? Nee, habe ich nicht. Jeder kennt Knight Rider, okay. Er ist von sich selber krass überzeugt. Ja. Aber lustig dabei. 1912. Wenn man streamt, ist auch mal. Am I talking to the Knight Rider? And I said, yeah. No. You're the. Where are you from? He goes, I'm from Turkey. And I went, what's happening in Turkey? Didn't the airport just blow up? And he said, Moment, yes, it did. And there was a man who got blown up that was a friend of yours. And I went, whoa, what's his name? Hi, Night Ferret. Hi, Night Ferret. Noch ein geheimer Hasselhoff-Fan. David Hasselhoff. Ich glaub schon, dass er auf seinem Kanal zeigt, wie er ein Bilder ist. Wenn er lustig ist, erzählt, macht er den Witz jetzt mit dem Burger essen. It's great. I mean, the universe, you have to listen to what's happening around you, because my first big nicht geheim, sondern sogar öffentlich. Okay, alles klar. Car. And I got this car, and I turned it into a stunt car, and I would drive around the neighborhood doing jumps and turning around and doing 180s and 360s. And that was when I was like 13 years old. And I grew up to become the Knight Rider. I'm still talking about it 34 years later. Er wusste, dass er Knight Rider wird schon als Kind? Okay. Driving in this car. Anyway, I was online and I was talking to everyone. I talked to people in Portugal. I talked to people in Greece. I talked to people in Lithuania. I talked to people in a lot of people in the UK. Of course, I talked to people in Germany. Because in 1989, jetzt kommt's. I just happened to sing a song called Looking for Freedom to a million people, and it was the same month that the Berlin Wall came down. Ja. And people are still, we're still looking for freedom, right? Baywatch kommt bestimmt zurück. So my new album is called Freedom, the Journey Continues Tour. Nein, er hat auch ein neues Album? Years later, we are still looking ja, for freedom. Das, what are we looking for? Das will er wahrscheinlich promoten auf Twitch. Dann ist es doch. Let me be a father or let me be a good husband to my new wife. Was für seine neue Eva, ja, der neue Eva. With a new series. Or let me be the Knight Rider again. How cool would that be? Or let me be Mitch Buchanan from Baywatch. Oh nein. Er möchte Baywatch wieder machen. Oh, scheiße. Hallo, Morty. Hey, Morty, grüß dich. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, Grüße nach Berlin. I mean, yo. Bist du auch gerade da, Morty? Siehst du ihn gerade live?
We love The Rock, right? I love The Rock. I love, you know, I knew him when he was a wrestler. He's cool. But he's not Mitch Buchanan. You know, and we come from the 80s. Everyone says, what was the 80s like? And I said, I can't remember the 80s. That's how much fun we had. If you can remember it, you weren't having fun. Anyway, I'm here to talk a little bit about Twitch and just a little bit about interaction with people and being yourself and trying out whatever in front of you. If there's a lemon, you ever heard that expression? You lemons into lemonade. You take it and you run with it. And you don't take it personally. If someone says, someone said to me online the other day, oh my God, David's doing a cover of Head On. And I went, oh. So I went and listened to it, and I said, you know what? It's pretty good. And so this girl who wrote that article about me, making fun of me because I was trying a new style of music, is going to get her bell rung. Because not only when you try something, you're going to fall anyway. You might as well try it. You're going to fall. Pick yourself up. It's like that song, Get Back in the Race. Because that's life. Life is not fair, right? Life is not fair. Weird stuff happens to you. Good friends, my good friends, pass away. Die. Hat er nicht gesagt, er will gerne über Twitch reden? Ja, möchte er, ja. Aber er redet schon über sich selbst, ne? Ja. Seine Freunde sterben, hat er gesagt. We have to join together. And I think that's love is cool, Marty. It's like, I heard a great story. Some guy was in the middle of, he was a gamer. And I did a game, by the way. Any Call of Duty fans? Yeah, I was in Call of Duty. It was awesome. Was in Call of Duty? Was online, and he was in the middle of teaching other people of how to get to the next level. And one of the tweets or one of the feedbacks came through, the texts, and the guy says, yeah, I'm not doing so well. I'm going through a dark period, and I just don't know if I'm going to make it. And this gamer, he stopped everything. He stopped the game. And turned and he said, what is wrong with you? I mean, we are honored to have life given to us. We should take every single day and look at it like it's our last day, because it can be. And I've seen, I'm sure you guys have been to Comic-Con, right? And you see so many sick people and so many people who are ill. And all I can say is the theme. I don't know if you understand me or not, but you do have your translation. the theme of Knight Rider. Knight Rider. One man can Schalt's make a difference. Ein. Ja, mach das schon. One man can make a difference. Aber er hat auch recht damit, was er sagt. You can make a difference. Ja, aber er soll doch über Twitch reden. Ja. Because without you, I wouldn't be here. So you have made a difference already in my life. I mean, und gleich mit Artikel 13, oder? Is like called Retaliasa in Finland. Night Twitch, Twitch Rider, yeah. In Portugal, Twitch Rider. Or El Alto Fantastico in España, or Supercar in Italy. Supercar. It's all, todo el mundo. It's all over the world. And it's made a difference in people's lives, and it's made a difference in my life. So you can make a difference. You know what? Burger nachts kaufen, if you just turn to the person next to you that you don't even know and just say, hey man, how you doing? Man und sein Computer kämpfen jetzt unrecht. What's your name? Richtig. Ja, man und sein you Auto, become oder? Their best friend later. You know, auf Twitch I was in a restaurant in the UK and I had all these girls walk in wearing burkas. and they all walked by and they kind of shuffled by me and they looked over and then they shuffled by me. They looked over, and then they went downstairs. I think they stand by me. And I said, yeah, you know, I was in Abu Dhabi, and I took a picture with some girls in the burkas. They all knew who I was, and I was kind of showing off. Spricht er jetzt über Burkas, ja? Yeah. Came upstairs. Also said, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. You couldn't see their faces. They would say, hello. I love Baywatch. I love, wie er das andeutet, die Burka, finde ich lustig. Twitch Rider. Ich schaue mir mal Twitch Rider an. When I was 7. And all these people, instead of being scared of them, we had laughs. We started laughing. I took a scarf. I was wearing a scarf. It was cold.
So I said, sure, I'll take genau. Pictures. So wir fragen ihn mal über das Schwedenproblem, Morty, würde ich sagen, ja? Oh ja, ja. Frag mal. Frag mir das Schwedenproblem. Er war in Abu Dhabi und da war es kalt, dass er einen Schal getragen hat. Wann ist es in Abu Dhabi denn mal kalt? Michael Bolton, der ist auch über, ja. War er nicht gestern schon? Hat er gerade zu den Burka-Mädels gesagt, die sollen möchte Spaß mit ihnen haben? Hat er das gerade gesagt? Hat er gesagt, er möchte mit den Burka-Mädels Spaß haben? And are we going to listen to our politicians? Yeah. Did you see Marcus Lance the other night? Oh, my Marcus God. Lance. I mean, it's rap, jab, 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 you know? And all the young people want Marcus Lance to be heard. All everybody in this room wants is a chance to say, hey, I want to be me. Check out my gaming. Check out like my halt. Okay. Show. Okay. Check out this. And maybe you'll find 100,000 people or a million people who have the same thing in common with you. And for me, it's an amazing time. I mean, Knight Rider, we had no CGI. We didn't know how to jump the car. I mean, literally, the stuntman did all those jumps. I used to hold his wife, and he goes, oh, would you take care of my wife? And if I don't make it back, I said, I get to take her home. Mm-hmm. He says, yes, you can take her home. I said, that's no problem. So I'd hug das ist übrigens Temperatur und, oh, Februar in Abu Dhabi. He made it. Wetterdurchschnitt. And every time Jack would come back, he'd say, was she okay? Yeah, she's okay. Da wird es nie kälter als, she just hated it. I did one jump, als 15, 16 Grad wert. Da trägt man keinen Schal. Goes up, it's beautiful. When the car comes down, it's not so much fun. I realize that I am an actor, not a stunt car driver. Anyway, one of the reasons I think you guys are all here is because you want to hear something about Twitch? Your dream to come true. Cool. You have to try a lot of things. There's a saying, don't jump over dollars to pick up pennies. But sometimes you should pick up those pennies. Don't worry about the money. Pick up the pennies. Make your dream. Go after your dream. You know, I do. I still do. Die Schuhe sind wirklich hässlich. Okay, ich gebe es wirklich. Jetzt sehe ich es auch. 16, 16 Jahre, da fängst du das Leben an. 16, 16 Jahre, da hat man Spaß daran. Hey. Jetzt sag mal einer, ich kann nicht singen. Wenn nochmal jemand sagt, ich kann nicht singen, ne? Warum singt er jetzt hier mit 66 Jahren? Ja. So alt gerade wie ein Singen. And they said, you knew Udo Jürgens. And I said, yeah, I knew Udo Jürgens. I saw him backstage at Wetten Das and Carmen Niebuhr and a bunch of shows. And they said, well, he sang a song back in 1989 that was number one. And I said, no. Looking for Freedom was number one. Er ist 66, stimmt. And she am said, 17. No, Juli no, no, Looking for Freedom was the number one song in English. Der hat deutsche Wurzeln, but ja. I guess the number one song in German was Sex und Sexikjaden. So, I did it as a gag ja, on Instagram, Vorfahren, ja. And I got like 100,000 hits, and I realized right away. Also ich weiß nicht, immer wenn man Witze erklären muss, so many people so quickly schwierig. That have something in schwierig. Common with you, because I was having stimmt, fun. Ja, deutsche Vorfahren, ja. 66, I mean, my record label, I'm doing a new record, right? And they gleich von Kid said, geholt, und ich hoffe, wird gleich von Kid überfahren. About being 66. And I said, why? I said, why not? It's cool. And they said, because we don't want people to think you're 66. Wilde, Bruce Willis. Ich glaube, Bruce Willis ist nicht gerade stolz darauf, oder? And I said, I'm going to do it. And das I am. Stimmt, ja. Das habe ich ja schon mal irgendwie. You know, you have to do what you want in life. And you can't, and, you know, I get motivated by the word no. Don't tell me no. If you say the word no, I will prove no. you wrong no. just to prove you no. wrong. No, no, no. And I'm serious. Like, someone said to me, don't say no to my dad about selling CDs. He'll stand on the corner and say, you know, need food, here, free CD. You know. But with TwitchCom, these guys called me and I said, no. I know a little bit about TwitchCom because of my association with the gaming community with Call of Duty. Call of Duty. And every time I wore a Call of Duty t-shirt, it was like, unbelievable. People would say, wow, yeah. Aber er weiß halt, in welche Kamera er gucken muss, ne? Er hat's halt noch drauf. I was a good guy in Call of Duty
Wird einem das nicht angezeigt, in welche Kamera man gucken? Ja, die Kamera leuchtet rot. Also die, gerade aktiv ist, leuchtet rot in dem Moment. Das ist ja nicht so schwer. Ja, das stimmt. Hallo, seid ihr? Also, his name is Paul, and I said, called him up and said, well, Paul, looks like we're working together again after all these years. And, so anyway, it's great ja, to be du here. Hast recht. I wish we could open this thing up to you. Hat er seinen Ehering eigentlich um? Hat er, ja. Nee, du hast noch 8 Minuten. I think something went wrong. I said like 16 minutes ago, and now it says zero. Ich bin von der Bühne gekarrt. Can't we do questions and answers? I guess we can't do that here. Hello? Time is out. Wrap up, please. Niemand sagt zum Hasselhoff nein. Wow. All is ja, okay, stimmt, das ist... Remember, ja, das ist auf die Kamera stehen. See it. If you see it and you believe it, you will live it. And the reason, look at me. I'm 66 Jahren. Da fängt das Leben an. And it's, I'm just beginning. The best is yet to come. I see you on October 3rd in my tour. Please come. Nein, er kommt auf Tour? Heavy metal fan in here. We're doing one song for you. Oh. Yeah! Oh. All right. Fucking! All is glad. Ach, der, hey, ich dachte, er macht jetzt Metal. I've been looking for freedom. Ja, ich sagte, er macht jetzt Metal. Er hat gesagt, wenn hier Metalheads sind, dann mach ich jetzt Metal. Ja, er torkelt von der Bühne. Was war denn das? Hat er überhaupt über Twitch gesprochen, oder was? Er hat irgendwas von seinem neuen Twitch-Format erzählt. Nein, weil er kommt zurück. Baywatch kommt zurück. Er bringt ein neues Album raus. Ja, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Also, das war ja wohl ein echt unglaublicher Auftritt, würde ich sagen. Ne? Ja, warum geht mein Übergang gerade nicht? Ja, was zur Hölle war das? Was war das gerade für eine weirde Situation? So ein alter Mann torkelt auf die Bühne rauf, erzählt ein bisschen was über sein Leben und sagt dann, ja, ich rede immer was über Twitch und dann wird er von der Bühne runtergekehrt. Was? Es ist, also dieser Auftritt war legendär. Das war noch besser als das Burgeressen von ihm, fand ich, oder? Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht entscheiden, was eigentlich mehr Fremdschämen war. Ja, also, ja, genau. Bullshit-Bingo. Das ist ja auch mein Markwissen dafür. Es will ich, ja. Es will ich optimieren. Genau. Don Hasseldorf, Looking for Freedom. Was hätte man noch aufpacken können? Mauerfall. Mauerfall, richtig, richtig. Knight Rider. Baywatch. Gut. Meine neue Tour. mein Album, ja. Ja. Freedom wäre auch ein gutes Wort gewesen dafür. Call of Duty. Mit 66 Jahren. Kid. Tesla, Self-Driving Cars. Also er hat. Der Hoff. Ja. Er redet ja immer von sich selber als der Hoff. Als der Hoff, ja. Aber also, die Rede fing an mit selbstfahrenden Autos und Kid und Knight Rider. Und mittlerweile kann ja jeder ein selbstfahrendes Auto fahren. Mit Tesla und Google und Co. Dann hat er irgendwas erzählt von Twitch und die Möglichkeiten, die es gibt. Dann hat er irgendwas von Zitronenverkaufen erzählt auf der Straße. Oder? Also er hat irgendwas erzählt, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, ne? Eigentlich heißt er, da macht Tequila draus. Aber er hat irgendwie gesagt, dann lauf damit über die Straße. Das war auf jeden Fall... Ja. Also, ja. Ich bin zutiefst verwirrt gerade. Also, das abzuschließen, würde ich sagen. Ich habe mir mehr erhofft. The search goes on. Ja. Looking for freedom. Genau, ach stimmt, Markus Lanz hat er auch noch. Genau, er hat gesagt, Markus Lanz, immer bla bla bla, Markus Lanz. Dann hast du was mit ihm auf gemeinsam. Ja, ey, ganz ehrlich, ich glaube, der hat doch so eine Standardrede über sein Leben. Und dann steht er halt bitte, ne, also dann sagt er halt eben, du trittst heute auf bei der Eröffnung des Berliner Flughafens. So. Und dann geht er halt hin und erzählt diese Story, die er da hat und sagt halt, we here at the Berliner Flughafen, I have to talk a bit about the Berliner Flughafen now. And I was also mal at the airport und da habe ich ein Flugzeug genommen with a plane. And also I will do this here. And then I go to Knight Rider with Kid. And a new Baywatch-Film. Also, ich mein, der baut halt dann ab und zu mal das ein,
wo er gerade ist, ja. Und der Rest ist einfach gleich. Der Rest, ne? ist einfach gleich, genau. Genau. Er, ja. hat so, er hat so einen Text, da steht, genau, sein Leben halt einfach, und da steht halt eben so zwei Zeilen über das aktuelle Thema, was er gerade macht, und das kriegt er halt irgendwie aufgeschrieben von seinem Management, und dann steht er da und erzählt halt. Ja. Dann sagt er halt, ja, und dann war ich auch mal am Flughafen, und da haben mich so Mädels in Burkas angesprochen, und die habe ich ja gefragt, ob sie Fun with me haben wollen. Ja. In einem gesunden at the plane looking for freedom. And the pilot flog the Flugzeug direkt in die Mauer. Richtig. Ja. Ja. Und dann kommt er auf die Bühne und das Erste, was er sagt, ist halt wirklich, I've been looking. Also er hat angefangen zu singen. Er hat einfach angefangen zu singen. Es ist unfassbar, ne? Don Voku, danke für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Metalizern. Vielen Dank für deinen guten Geschmack. Don Voku hört jetzt Metal. Stay Metal. Ja, aber jetzt nochmal ohne Scheiß, wir könnten, guck doch jetzt mal bitte, ja. ob der Hoff auch wirklich einen Twitch-Kanal hat. Das schauen wir uns mal eben.